Top aktuell und auf den Punkt gebracht. Die Sport 1 News. Hallo und herzlich willkommen. Wir fassen die Sportmeldungen des Tages für Sie zusammen in unserem Newsflash. Lemke freut sich auf Hoeneß. Werder Bremens ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Willi Lemke hat noch einmal verdeutlicht, das Kriegsbeil mit Uli Hoeneß begraben zu haben. Seinem früheren Erzfeind wünscht er nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis nur das Beste. Zudem hofft er auf ein baldiges Wiedersehen. Ich wünsche ihm von Herzen, dass er sich in seiner Familie vor allen Dingen wieder richtig glücklich fühlen kann, dass er vielleicht auch die eine oder andere Stunde mehr in der Zukunft sich um die Familie kümmert. Wir haben ja ein sehr intensives Gespräch gehabt vor einigen Monaten über ziemlich genau 90 Minuten, also zweimal eine Spielhälfte. Und wir haben uns ausgesprochen unter Männern, wie sich das wirklich gehört. Und ich habe das Gefühl, dass er eine Menge gelernt hat in den letzten Jahren. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit ihm. Bierhoff glaubt an Bayern-Sieg. Der Manager der deutschen Nationalmannschaft sieht den FC Bayern München als klaren Favoriten im Rückspiel gegen Juventus Turin. Ich sehe Bayern natürlich favorisiert, nicht nur jetzt, weil am Wochenende ein erfolgreiches Ergebnis da war, sondern einfach, weil sie in der Summe die besseren Spieler haben. Ich glaube, sie haben ganz klar auch dieses feste Ziel vor Augen, die Champions League zu gewinnen. Und da werden sie auch gegen Juventus Turin bestehen und gewinnen. Milan interessiert an Green. Der AC Milan denkt offenbar über eine Verpflichtung von Julian Green nach. Das berichtet das italienische Medium Calciomercato. Dem Youngster wird der Durchbruch beim FC Bayern wohl nicht mehr zugetraut. Die Rossoneri sollen nun bereit sein, bis zu 2 Millionen Euro für den Flügelstürmer zu bezahlen. Green debütierte mit 18 Jahren für den FC Bayern in der Champions League. Dem folgte nur noch ein weiterer Einsatz für die Profis. Schmidt überzeugt von Zukunft bei Bayer. Der Trainer von Bayer Leverkusen sieht seinen Job trotz der zahlreichen Rückschläge in den letzten Wochen nicht als gefährdet an. Eine Trennung sei nie ein Thema gewesen, sagte Schmidt in lokalen Medien. Man wolle bei Bayer langfristig etwas aufbauen. Daran ändere auch die derzeitige Situation nichts. Zwar glaubt Schmidt weiter an die volle Rückendeckung der sportlichen Führung, dennoch stellt er sich auf weitere Unruhen ein. Fußball sei nun mal ein Tagesgeschäft, so der 49-Jährige. Immer up to date sind Sie mit uns auf sport1.de und in der Sport1-App. Da gibt es Sportnachrichten rund um die Uhr. Und wir machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Ist der Titel möglich für euch in der Europa League? Es ist alles möglich. Aber wenn wir so welche Leistung bringen wie Hinspiel gegen Tottenham auf dem Level, aber auch nur dann können wir was erreichen. Wenn wir ein paar Prozent weniger geben, dann haben wir keine Chance. Wir sind wieder damit gut gefahren, uns wirklich nur auf uns zu konzentrieren und andere Störfeuer nicht zu beachten. Und ja, ich glaube, das hat in den letzten Wochen oder seit 2016, glaube ich, sehr gut geklappt bei uns. Wir spielen echt einen guten Fußball momentan und die Kunst ist aber jetzt dabei zu bleiben. Soweit die Sport 1 News für den Moment. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bleiben Sie informiert. Bis dahin, ciao.